Pokémon. Es ist Tag 2 der Gamescom, Tag 1 der Privatbesuche. Ich bin gut ausgestattet und wir fahren sofort los. Ja, wir sind wieder auf der Gamescom, Tag Nummer 1. Und ja, es war alles ein bisschen verwirrend, aber ich bin jetzt wieder da. Hier wird gerade noch fleißig noch aufgebaut. Die Hallen sind aktuell noch relativ leer. Das wird sich aber ab 10 Uhr dann auch ändern. Und dann werden auch die ganzen anderen Leute kommen, Privatbesucher. Und die alle sonst noch auf die Gamescom kommen. Und da ich gehe jetzt schon mal kurz zu Sitzplätzen. Und die sind ja hier auch gleich um die Ecke. Moinsen! Nächstes gehen wir jetzt in die Halle 10.1, in die India Arena, wo auch sehr viel mit Messe-Shop. Achtung, bitte nicht umrennen, weil ich weiß daran nicht, wo ich genau hinrenne. Wir sind hier bei der Gamescom Retro Area, wo alte Spiele vorgestellt werden. Und auch hier ist eine. Dann haben wir hier sehr viele Menschen um mich herum. Ein bisschen zu viele Menschen. Hallo. So, jetzt bin ich ein Amon 8-Figur. We can't demo here. We don't have the demo here. So, this is coming out holiday of 2022. We're bringing Among Us VR, so it is the beloved game from the mobile phone and PC, bringing it to VR. We're launching on Meta Quest 2 and Rift and the Steam devices. Update? Just about the game? Yeah, so it's first person now. So it used to be top down, the mobile and PC version is top down. Third person, now it's first person. It's you as the space being. There's some footage there that it's showing. So it's you either as a crewmate or an imposter. If you're the crewmate, you're working through your mini games and your tasks. If you're the imposter, you're setting off sabotages and trying to find some people to, murder. Wow. So, dann schauen wir. Achtung, super viele Leute. Lass mich mal durch. Seid ihr Mitarbeiter oder? Okay. was kann man hier bei der Kreative Media Institut erleben? Was man erleben kann. Also wir sind ein Medieninstitut und haben 9 Standorte in Deutschland. Und wir zeigen Projekte aus Deutschland, von unseren Standorten, von unseren Studierenden, aus dem Game Art und Programming Bereich und aus dem Audiobereich. Man kann hier Spiele von Studierenden. Wir haben hier auch ein VR-Game von unseren Studierenden. Und kommen ins Gespräch. Man kann sich informieren über unsere Studiengänge, die weit über Games auch hinausreichen. Und freuen uns einfach, wenn wir ins Gespräch kommen können, wir ein bisschen weiterhelfen können und uns Leute sehen. Und man kann uns auf sae.edu finden. Und wenn das interessant ist, kommt auf der Messe vorbei und auch geht bei uns am Standorten vorbei. Im November ist der nächste Tag der offenen Tür. Da würden wir uns sehr freuen. Okay, dann vielen Dank. Und leider habe ich auch hier wieder ein bisschen Probleme an dem Zaun. Wir laufen gerade in die Halle
7. Leider versteht man mich überhaupt nicht, weil es ist hier einfach zu laut. Hier habe ich einen Kollegen getroffen, der mir ein bisschen seine Kamera zeigt von Panasonic. Und vielen Dank für die kleine Gespräche. Nach unserem Durchgang wisst ihr, was es mit Pumps and Hoses auf sich hat. Der Vincent wird euch schon mal ganz kurz was zu diesem Add-on sagen. Grundsätzlich hier da vorne einmal vor Rollen laufen und dahinter wird quasi Gülle in diese Schlitzen, die die Rollen öffnen, quasi direkt in den Boden eingespritzt. Sorgt natürlich dafür, dass es direkt an die Pflanzenwurzeln kommt, wo es dann auch später hin soll. Und für die Umgebung ist halt auch toll, weil stinkt nicht ganz so sehr. Das stimmt. So jetzt müssen wir mal kurz. Ganz klein machen. Ja, wir sind hier in der Halle 7 und da auch schon eine ganz lange Zeit. Und ja, wir haben ja ein paar Leute getroffen oder zwei Leute und Ansgar von Nordrhein-TV-Play haben wir ja auch mal wieder getroffen. Aber ich würde vorschlagen, schauen wir die Halle 7 und einfach noch mal ein bisschen genauer an. Also, ganz, ganz wichtig hier beim Ben sein Kanal. Ihr müsst abonnieren, die Glocke aktivieren, kommentieren und ganz, ganz wichtig, definitiv ganz viel Liebe da lassen, weil das Video hat er auch hier ganz viel Liebe gemacht. Und dementsprechend ist eine gute Überleitung zum Tierheim-Projekt. Bis dahin wünschen wir euch noch ganz, ganz viel Spaß.